Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder eine Rezension für euch und zwar zu einem zweiten und letzten Teil einer Dystopie. Und zwar geht es heute um Infernale Rhapsody in Schwarz von Sophie Jordan. Wie gesagt, es ist der zweite Teil. Wenn ihr den ersten noch nicht gelesen habt, guckt euch dieses Video bitte nicht an, sonst spoilere ich euch nachher. Aber lest auf jeden Fall den ersten Teil, denn es lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall. Dies ist, wie gesagt, der zweite und auch finale Band der Infernale Dilogie aus dem Löwe Verlag. Ich blende euch alle wichtigen Infos wie immer hier unten ein. Und ja, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf den ersten Teil, falls ihr nicht mehr genau wisst, wie es ausging. Davy hat zusammen mit ihren Freunden Sean, Jill und Sabine, hießen sie glaube ich, die Flucht geplant aus Mount Haven, hieß die ganze Anstalt, wenn mich nicht täuscht, alles, wo sie ja sozusagen ausgebildet wurden für einen bestimmten Zweck. Und sie haben beschlossen zu fliehen und über die Grenze nach Mexiko zu fliehen, wo es so, ja, Flüchtlingslager für die Genträger geben soll. Kurz zuvor ist etwas geschehen, was Davy außerdem sehr belastet. Sie musste nämlich tatsächlich jemanden töten, wie es ja anscheinend genetisch bei ihr vorherbestimmt war. Und damit hadert sie sehr, obwohl sie weiß, dass sie in dieser Situation eigentlich keine andere Wahl hatte. Der zweite Teil startet einige Zeit nach dem Ende des ersten Bandes. Trotzdem ist es eigentlich ein nahtloser Übergang. Man kommt gut wieder in die Geschichte rein. Davy und ihre Freunde sind noch immer auf der Flucht. Davy hadert weiterhin mit ihrem Schicksal, stellt sich sehr oft die Frage, ja, war das jetzt genetisch vorherbestimmt, dass sie jemanden ermordet hat? Oder war es einfach die Situation, hätte sie eine andere Wahl gehabt? Das Ganze verfolgt sie sehr, doch sie hat eigentlich gar keine Zeit, da wirklich in Ruhe drüber nachzudenken und sich Gedanken zu machen. Denn der Übergang nach Mexiko steht kurz bevor. Und ja, dabei läuft dann einiges schief, was letztendlich dazu führt, dass Davy auf Caden trifft, der Teil einer Widerstandsgruppe ist. Und als sie dort ankommt, schöpft sie zum ersten Mal wieder Hoffnung, dass es tatsächlich eine Möglichkeit geben könnte, ihre Situation zu ändern. Doch die Frage ist natürlich, wird sie es je schaffen, in ihr normales, früheres Leben zurückzukehren oder ist das unmöglich? So viel zum Inhalt. Ich möchte euch gar nicht mehr verraten. Ich war auf diesen zweiten Band wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gespannt, weil mir Teil 1 so gut gefallen hat und ich ihn so gerne gelesen habe. Und deswegen war ich mega neugierig und konnte es kaum erwarten, mit diesem zweiten Teil anzufangen. Und wie ich eben schon sagte, startet der zweite Teil zwar einige Zeit nach Band 1, aber ich bin sehr gut wieder in die Geschichte reingekommen, weil in der Zwischenzeit, sage ich mal, zwischen Band 1 und Band 2 gar nicht so viel passiert ist, was man irgendwie verpasst hätte als Leser, was sich irgendwie abgespielt hat. Von daher kommt man da sehr gut wieder rein. Ja, das Buch entwickelt sich, oder die Geschichte entwickelt sich ganz anders, als ich das vorher gedacht hätte. Und ich glaube, dass auch viele andere von euch wahrscheinlich eine andere Entwicklung vermuten, als es sie hier gibt. Weshalb ich mir vorstellen könnte, dass einige mit dieser Fortsetzung nicht zufrieden sein werden, weil sie halt einfach andere Erwartungen haben. Es liegt zum einen daran, ja, dass die Handlung in eine andere Richtung geht, als ich es erwartet hätte, und zum anderen daran, dass auch einige Charaktere aus Band 1 in Band 2 halt keine allzu große Rolle spielen und nicht allzu häufig auftauchen. Ich glaube, der ein oder andere wird sie schon vermissen. Ich hatte auch so meine Vorstellungen von dem zweiten Band, aber als ich dann gemerkt habe, dass das irgendwie in eine andere Richtung geht, es gibt nämlich so eine bestimmte Wendung, ab der klar wird, okay, das ist alles doch ein bisschen anders, als ich erwartet habe. Ich habe mir dann einfach vorgenommen, auch wenn ich im ersten Moment etwas geschockt war, ich lasse mich jetzt darauf ein und werfe all meine Erwartungen und Vorstellungen über Bord und ich bin wirklich sehr zufrieden damit, weil mir das Buch dann doch sehr gut gefallen hat. Gerade weil es anders war, als ich es erwartet hatte, konnte es mich halt überraschen und war nicht allzu vorhersehbar, was ich sehr, sehr gut fand. Und ich finde im Nachhinein, dass ich das Buch, die Geschichte durch diesen zweiten Teil gerade auch von anderen Dystopien abheben. Ja, die Handlung ist spannend, mir hat sie sehr gut gefallen. Sie hat eine ganz andere Richtung als der erste Teil. Also ich finde, man kann die beiden Teile, was ihre Handlung angeht, kaum vergleichen, weil sie wirklich jeder so eine eigene Geschichte erzählen, was ich sehr gut finde. Und es tauchen hier auch sehr viele neue und interessante Charaktere auf. Erinnert euch vielleicht an den ersten Teil, da gab es auch vor jedem Kapitel solche kurzen Szenen, Sequenzen von anderen Stellen, von denen Davy nichts mitbekommen hat. Also so sieht das dann zum Beispiel immer aus, nur so als Beispiel. Die halt irgendwelche
keine Ahnung, Telefonate gezeigt haben, Gesetzesauszüge, Auszüge aus irgendwelchen Briefen. Das gab es auch im ersten Teil schon. Auch im zweiten Teil gibt es das ja wieder und zeigt so, was halt in der Welt passiert, außerhalb von der Geschichte von Davy und den anderen und was dort ja so vor sich geht. Was ich sehr gut fand, es war ein für mich ein gutes und interessantes Mittel, halt auch so die Geschichte drumherum zu erzählen. Und es war letztendlich auch wichtig für die Auflösung. Und ich fand das wirklich sehr gut gelöst und sehr interessant. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, zum Ende des Buchs kann ich nur sagen, ich bin damit zufrieden. Ich will da nicht mehr zu sagen, weil ich Angst habe, dass ich euch sonst zu viel verrate. Aber ich bin mit dem Ausgang echt zufrieden. Mehr sage ich dazu einfach mal nicht. Ihr müsst es selbst lesen, ich will euch da nicht zu viel verraten. Für mich war das auf jeden Fall rundum ein sehr guter und gelungener zweiter Band, an dem ich echt nichts auszusetzen habe. Ich fand ihn sehr gut. Mir ist auch immer wichtig, dass Bücher mich irgendwie berühren und emotional auch mitnehmen auf die Reise. Und das hatte ich hier bei diesem Buch auf jeden Fall. Es gab auch echt mehrere Stellen, wo ich echt mit Davy zusammen Angst hatte und wo mir auch wirklich die Tränen kamen. Und von daher hat dieses Buch auf jeden Fall ja bei mir alles erreicht. Und deshalb bekommt es von mir auch 5 Sterne. Ich bin damit rundum zufrieden mit dieser Fortsetzung und kann mich überhaupt nicht beschweren. Und ich bin glücklich, dass ich sie jetzt schon lesen konnte. Aber auch ein bisschen traurig natürlich, dass die Geschichte vorbei ist. Aber ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass diese Reihe mit dem zweiten Band auch schon endet. Das war's von mir und von diesem Buch. Wenn ihr Teil 1 gelesen habt, kann ich euch Teil 2 nur ans Herz legen. Geht da am besten ohne irgendwelche Erwartungen und bestimmte Handlungsvorstellungen dran. Dann kann es euch auch nicht enttäuschen, sondern hoffentlich für mich begeistern. Und ansonsten, sobald ihr dieses Buch gelesen habt, könnt ihr mir natürlich gerne verraten, wie es euch gefallen hat. Es ist natürlich jetzt gerade erst erschienen am 13., aber ja, einige von euch waren sicher ganz, ganz schnell und haben das Buch schon gelesen und konnten kaum warten, so wie ich. Teilt mir gerne eure Meinung mit und ansonsten war es das von mir an dieser Stelle. Ich verlinke euch das Buch und den Verlag natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Frühlingswetter, so wie es bei mir gerade ist. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!